Hey Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Herzlich willkommen zu einem neuen Monatsfavoritenvideo. Ich habe sehr lange kein Sit-Down-Video gemacht und vor allem auch sehr lange kein Monatsfavoritenvideo. Deswegen ein paar Sachen sind dazugekommen und falls es euch interessiert, keep on watching. Ich habe es zwar schon in vielen Vlogs euch gezeigt, aber ich dachte, es muss auf jeden Fall in dieses Video rein. Und zwar benutze ich jetzt seit, ich glaube, 2 oder 3 Monaten Lash Cocaine. Meine Wimpern, die waren nämlich immer sehr wasted, weil ich ganz oft Fake Lashes trage und dadurch ziehe ich mir auch ein bisschen meine eigenen Wimpern ab. Und ich wollte schon immer einfach so richtig lange, natürliche, eigene Wimpern haben. Und ja, das hat voll geholfen. Meine Schwester hat das nämlich gehabt, hat die mir das empfohlen. And I love it. Deswegen, es kostet, glaube ich, 30 Euro, ein bisschen expensive, sage ich euch ehrlich. Aber es bringt wenigstens auch was. Deswegen, ja, highly recommend. Trotzdem trage ich immer noch ganz gerne Wimpern. Vor allem zum Beispiel wie heute. Ich zeige euch das mal. Ich trage halt jetzt nur hier hinten Wimpern. Ich schneide die immer so zur Hälfte ab. Und zwar meistens genau diese. Ich habe heute die drauf. Ich mag die richtig gerne. Die sind sehr natural. Ich bin momentan eben ein bisschen mehr auf dem natural Vibe. Oder diese finde ich auch nice. Deswegen ja, die beiden, ich glaube, die gibt es bei Rossmann, die gibt es nicht im DM, diese Marke. Die benutze ich auf jeden Fall in letzter Zeit immer. Und mir haben ganz, ganz viele gesagt, dass sie dachten, dass ich Wimpern-Extensions trage. Und ich finde, das ist das beste Kompliment, wenn man Fake-Lashes trägt, dass man es nicht sieht, dass die draufgeklebt sind. Deswegen, ja, das sind meine Favorites. Und die trage ich low-key jeden Tag. Und dann für einen Sleek-Bun habe ich mittlerweile meine perfekte Methode gefunden. Und zwar habe ich mir hier letztens erst diese Bürste hier geholt. Die ist so ganz soft. Fürs normale Haare kämmen würde ich die jetzt nicht benutzen, aber für so Sleek-Buns ist die super. Weil die macht nämlich diese ganzen kleinen Babyhärchen komplett weg. Und dann fixiere ich das mit diesem Got2B-Kleber. Den benutze ich übrigens für alles. Den benutze ich für meine Augenbrauen. Ich habe mittlerweile gar keinen Augenbrauen-Gel mehr, sondern benutze immer das. Und damit perfekte Kombination, vor allem wenn ich jetzt auf der Reise bin, wo übrigens, ich hoffe, dass ich es noch hinbekomme, mit Mathilda einen Mukbang zu filmen, wo ich euch dann so ein bisschen alles erkläre. Aber ansonsten werdet ihr es wahrscheinlich auch auf den Reisevlogs sehen, dass ich die meiste Zeit so einen hohen Dutt tragen werde, so einen Sleek Bun, weil das einfach quick and easy ist, man kann es ein paar Tage drauf lassen und vor allem, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist, mein Gott, ne, da werde ich meine Haare nicht offen tragen. Und dann habe ich noch eine Sache, wirklich der beste Lip Liner überhaupt. Ich finde, man muss immer so für sich selbst gucken, weil ich will immer welche haben, die so meiner Lippenfarbe sehr ähneln. Und da habe ich diesen hier gefunden, der 94F von Manhattan. Ich habe früher immer 59G benutzt, aber der, mein Gott, ne? He does the job. Und ich dachte mir, wir tun den jetzt mal zusammen drauf, weil ich gerade nichts drauf habe, damit ihr das mal hier live seht. Also ist ein bisschen dunkler als meine eigentliche Lippenfarbe, aber ich mag den sehr gerne. Ich finde, der sieht richtig nice aus. Und ja, so. Das ist auch momentan mein Favorite. Dann ihr Mäuse, ich mache relativ viel Sport. Also ich versuche so oft, wie es geht, ins Gym zu gehen, Krafttraining zu machen, aber mittlerweile auch Cardio. Und es hat mich so abgefuckt, wenn ich so auf dem Laufband war oder so, dass meine AirPods immer so runtergerutscht sind und irgendwie habe ich die ganze Zeit wieder reindrücken müssen und so. Und deswegen habe ich mir diese Over-Ear-Headphones geholt. Die waren damals, als ich die gekauft habe, waren die im Angebot. Die sind von JBL, so sehen die aus. Man kann hier irgendwie lauter leise und man macht die hier an und so und dann kann man die hier hinten hier einstecken. Das habe ich richtig lange nicht gemerkt und da waren die ein bisschen immer auf Low Battery. So sehen die aus. Ja, ich finde, es gibt, glaube ich, auch schönere. Vor allem jetzt, wo diese Apple-Dinger rausgekommen sind. Mein Gott, ne, die will ich ja eigentlich haben. Ich weiß nicht genau, wie viel die kosten, wenn die nicht im Angebot sind. Aber ich habe auf jeden Fall nicht so viel bezahlt. Ich finde die Quality gut. Ich finde, die sehen eigentlich ganz nice aus. Die sind sehr laut, also sie sind viel lauter als meine AirPods. Was ich liebe beim Training, weil ich mache immer so meine Kopfhörer komplett auf ganz laut. Und ich kann euch eigentlich auch mal eine meiner Gym-Playlists zeigen, weil ich hatte nämlich nie eine gute Gym-Playlist. Habe immer einfach so die ganz normalen Lieder gehört, die ich auch sonst in meiner Freizeit gehört hatte oder so beim Autofahren oder so, you know. Aber mittlerweile habe ich eine nice Gym-Playlist und ich dachte, ich zeige euch die mal. Übrigens, wundert euch nicht, ich packe euch den Link mal in die Infobox. Ich habe nämlich ein Abo mit meinem Vater zusammen und ich heiße da Leopapa02. Das ist mir ein bisschen unangenehm, aber das ist schon in Ordnung. So heißt die, ich habe die Gym Beats genannt und ich muss da definitiv noch ein paar reinmachen. Das heißt, falls ihr ein paar Gymbanger habt, let me know down below in den Kommentaren. Ja, aber ich finde die auch nochmal nice. Meine ganze Freundin, die benutzt die auch mittlerweile. Deswegen, ja, schaut gerne mal vorbei, falls ihr auch eine neue Gym-Playlist braucht für euer Training. Dann ist ja momentan Herbst und Leute, ich finde den Herbst ganz, ganz toll momentan. Und ich versuche ein bisschen so diesen classy Vibe zu haben.
Und zwar mit Mäntel. Ich trage wirklich in letzter Zeit nur Mäntel bei dieser Jahreszeit. Ich finde es einfach so nice und classy und erwachsen aus. Und es ist einfach ganz toll. Es macht jedes Outfit gut, auch wenn ich immer nur so einen Top trage mit einer Leggings. Und ja, ich dachte mir, ich zeige euch jetzt mal meine zwei Favorite Mäntel. Das sind auch die zwei einzigen, die ich habe. Aber ich liebe die, vor allem den dunklen, den ich euch jetzt zeige. Und zwar ist das einmal dieser Mantel hier. Ich finde, der hat eigentlich eine gute Länge. Ich bin übrigens 1,63 groß. Ja, der sieht so aus. Der ist eigentlich so, der ist einfach straight runter. Aber ich finde, der sitzt einfach perfekt. Ich liebe es eher, schwarze Klamotten zu tragen. Ich finde, der sieht sehr classy aus. Und vor allem ist der von Zara und war damals sehr, sehr günstig. Ich habe den vor einem Jahr gekauft, deswegen ich weiß nicht, ob es den aktuell noch gibt. Aber generell so Mäntel finde ich super. Dann habe ich letztens bei H&M noch so einen Trenchcoat geholt. Der war irgendwie im Sale. Ich habe den in Größe S. Den anderen safe auch in Größe S. Ich trage eigentlich wirklich lieber schwarz. Weil, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, das steht mir am besten. Aber manchmal, wenn man einfach so ein bisschen einen anderen Vibe haben will und ich finde generell so beige und so richtig nice im Herbst, finde ich den super. Man kann ihn so offen natürlich tragen, ne? Aber der kommt hier noch mit so einem Ding. Da kann man auch noch zumachen. Wenn es ein bisschen windy ist oder was auch immer. Oder wenn man einfach diesen Vibe fühlt. Ich muss sagen, ich finde von vorne ein bisschen schwierig. Aber an sich finde ich halt so Trenchcoat cool. Aber ich finde von der Seite ist es eigentlich ganz nice. Und dann habe ich zu guter Letzt noch eine Sache. Ich habe das letztens das erste Mal ausprobiert. Weil ich mir so ein Aesthetic Morning gemacht habe und ich liebe Chai Tea Latte von Starbucks. Aber ihr Mäuse, ich gebe ja nicht die ganze Zeit 5 Euro aus für so ein Starbucks Getränk, ne? Deswegen dachte ich mir, musste gucken, wo du bleibst, habe ich mir hier so einen Chai Tea geholt, einfach bei Edeka. Ich finde den wirklich unnormal lecker. Ich trinke den auch ab und zu einfach mal so ohne Milch. Aber wenn ich anstatt einen Kaffee vielleicht morgens mal was anderes trinken möchte, trinke ich das mit Hafermilch und es schmeckt wirklich so gut. Ich tue da auch keine Süßungsmittel rein oder so. Ich trinke es einfach so. And it's the best. Wirklich, es schmeckt so gut. Es ist, it's giving me Christmas, Autumn Vibes und das lieben wir. Deswegen, also Friends, das war es auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall eure Monatsfavoriten gerne in die Kommentare. Dann lese ich mir das auch ein paar Mal durch und probiere vielleicht das ein oder andere Produkt. Und ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich immer ein Däumchen nach oben freuen. Und wir sehen uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Tschüss.